Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Heute auf der Map Armada, wie immer in Black Ops Cold War. Und heute mit dabei sind Kobli und Nico. Ja, einer meiner Mods und einer meiner Zuschauer, einer meiner treuesten Zuschauer. Ich habe die beiden gefragt, ob die Bock haben mitzumachen, weil die waren gerade noch auf dem Discord am Chillen. Ich gehe hier oben hin. Oh nein, komm, hau ab mit deinem blöden Ding da. Mein Gott. Ah, Leute. Ich hoffe, mit der Unterstützung wird das heute was. Wie ihr schon seht, ich habe hier so ein komisches Ding auf meinem Mikro. Im Stream hatte ich schon erzählt, ich habe das beim Aufräumen gefunden und wusste nicht, wohin damit. Da habe ich es einfach drauf gemacht. Also, ich habe selber noch nicht gecheckt. Die Leute im Stream meinten, na, das merkt man jetzt eigentlich keinen Unterschied. Also lasse ich es einfach drauf. Ist jetzt ein bisschen klobiger hier. Dann weiß ich auch immer, wo es ist. Mir ist das Spiel voll leise. Muss mal einen Ticken lauter auf meinen Ohren. Oh Gott, da kommt der Erste. Den Skin habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, ich sollte mich vielleicht unsichtbar machen. Das ging auf Punkt, ne? Ja, okay. Damit wir auch was sehen, ne? Ja, so langsam bin ich wieder fit. Bin jetzt auch wieder regelmäßig live. Ich habe allerdings momentan noch eine kleine Requisitenjagd-Pause. Nächste Woche geht es wieder los mit Requisitenjagd. Aktuell spielen wir mal Fall Guys in den Streams. Macht auch mega Spaß mit euch. Und ja, jetzt mal wieder Black Ops Cold War. Ja. Die Map Armada Strike. Ne? Das ist so eine. Oh Gott. Alter, ich hab die Rolle da selber nicht gesehen. Das war stark. Ja, es ist jetzt schwach. Muss erstmal wegrennen. Boah, ich bin eigentlich ein echt geiles Item. Und ich weiß auch, wo ich damit hin will. Das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht genau, wie ich da hinkomme. Hier muss ich rein, ne? Ah nein, jetzt hat er mich gesehen. Oh Gott, wie belastend. Oh Gott, der hat... Oh Mann, wie blöd. Ich bin so blöd. Moin. Oh je. Oh je. Verdammt, okay. Der Wheeler hat mich gekillt. Ja, das war schwach. Mann, das Item war aber eigentlich echt geil. Ach Mann, ich muss immer warten mit dem Chat, bis diese Szene vorbei ist. Welches Girl? Welches Girl will der Name? Gibt's diese Map eigentlich noch in groß? Im Multiplayer gab's diese Map doch immer in groß. Da konnte man auf alle Schiffe. Ich habe zu lange den Multiplayer nicht mehr gespielt, aber ich kann mich da noch dran erinnern. Okay. Das fing auf jeden Fall schon mal gut an. Das muss... Mann, ich habe stilles Wasser gedrückt. Warum muss ich aufstoßen? Das muss besser laufen jetzt. Der entschuldigt der Nico sich direkt. Ich brauche Hilfe. Mann, er hat voll die coolen Gesten. Ich habe nur so einen Mist. Okay, ich habe ja mal die Befürchtung, dass hier hinten sich einer meint, verstecken zu müssen. Aber bis jetzt... Boah, ne? Ich denke jedes Mal... Das steht da sonst nicht. Ich habe da echt ein Problem. Naja, auf jeden Fall, was ich ja eigentlich vorhin sagen wollte. Ich bin wieder relativ fit. Der Hals ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich merke das, deswegen halte ich die Streams auch momentan etwas kürzer. Immer nur so 1,5 Stunden. Noch Täusche-Item. Hi. War natürlich jetzt Pech. Das war natürlich jetzt Pech für den Guten, dass er zu so einem großen Item geworden ist. Okay, hier stehen die Teile. Okay, jetzt ist die Frage, ob er nicht raus ist. Weil, kann das explodieren lassen? Nee, okay. Ja klar, der Wasserspender hier ist echt... Okay, der hat sich ja gar nicht bewegt. Den hat es ja gar nicht gejuckt, dass ich auf ihn geschossen habe. Kann man auch mal machen. Ja, deswegen halte ich die Streams momentan noch ein bisschen kürzer. Mache auch gerade Fall Guys, weil das ein bisschen entspannender ist als... Entspannter, alles klar. Entspannter als Requisitenjagd. Oder Call of Duty im Allgemeinen. Ja, hier der Blick aufs Meer, herrlich. Schaffe ich's? Ja klar, der Jump'n'Run-Gott.
Ja, aber wie gesagt, nächste Woche denke ich mir ja wieder richtig fit. Ich würde mal sagen, ich bin so bei 85%. Mein Test ist immer noch positiv, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich habe seit locker 3-4 Tagen keine Symptome mehr. Aber mein Test ist trotzdem jeden Morgen, wenn ich mich teste, noch positiv. Deswegen bleibe ich noch ein bisschen daheim am Chillen. Ist ja auch nicht so dramatisch. Das ist halt wieder hier meine Lieblings... Nein. Nein, was? Da hoch. Muss ja, ne? Verdammt. Verdammt. Passiert aber auch wirklich jedes Mal. Das ist aber auch hier mit dem Wasser echt, ne? Und wenn ich in dem Wasser abhaue, ich würde direkt sterben. Ist einfach so. Oh, man sieht aber auch echt wenig. Ich habe mal die Grafikeinstellung so verändern kann, dass man mehr sieht unter Wasser. Oh Gott, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Ich sehe halt einfach gar nichts. Seht ihr das? Also, seht ihr das? Ich sehe nichts. Seht ihr das? Tja, ist die Frage, ob er überhaupt noch hier ist. Wenn ja, dann wahrscheinlich werde ich ihn nicht sehen. Lastend, eine Requisite noch. Die stehen hier wirklich, okay. Good to know. Eine Million Mal die Map gespielt, trotzdem keine Ahnung, wo die Items stehen. Hyphen kam direkt von da oben eigentlich. Dann gucken wir doch mal. Aber was? Was für ein Item ist hier? Ich check's nicht. Da! Schade, das war so knapp. Das war so knapp. Oh Leute, wir müssen das jetzt safen, ne? Kobli ist hier schon wieder der Beste. Ah, ich bin immer noch auf Platz 2. Dicht gefolgt bin ich ihm. Min, was ist denn mit meiner Sprache los? Oh mein Gott. Mist, wollte ich sagen. Oh, nee. Ja, okay. Ja, okay, hiermit kann ich leben. Wo gehe ich hin? Geh ich ins Wasser? Huch, nee. Hier kann ich drauf. Fuck. Ganz ehrlich, stell mich hier hin. Probier's einfach. Oder? Jetzt muss ich aufpassen, was ich hier mache. Ist halt nicht ganz so klug. So, soll halbwegs realistisch aussehen. Komm, ich lasse es jetzt einfach so. Wenn ich mich jetzt zu viel bewege, sieht mich gleich einer. Da hinten kommt schon der Erste. Ich weiß nicht, ist das hier auffällig oder nicht? Ich habe noch nie nach diesem Item spezifisch gesucht, muss ich sagen. Okay. Das war wohl unauffällig. Perfekt. Er ist schon mal drauf reingefallen. Das ist gut. Die Runde ist jetzt wichtig. Die Runde ist wichtig. Sonst wird es ein schönes 3-0. Letztes Mal, als wir mit Nico aufgenommen haben, war jede Runde ein 3-0 für uns. Diesmal vielleicht andersrum. Kann auch passieren. Ich habe hier meinen Becher. Meinen schönen Friendly Fire Becher. Und damit muss ich den Hals ein bisschen anfeuchten. Nach den 1,5 Stunden Stream eben. Auch wenn ich jetzt schon ein paar Stunden gechillt habe. Um aufzunehmen, glaube ich zumindest. Ich habe die Uhr gar nicht im Blick. Ich glaube, wir haben 12:30 oder so. Ja, wir haben wirklich 12:30. Naja. Kratzt doch trotzdem noch ein bisschen. Ich werde jetzt so, denke ich mal, 2-3 Runden aufnehmen. Ja, eher 2. Muss gucken, dass mir die Festplatte nicht vollläuft. Ich habe noch ein paar gerenderte Videos, die ich noch nicht auf die andere Festplatte rüber kopiert habe. Das heißt, darf nicht zu viel aufnehmen. Nicht, dass mir das sonst vollläuft. Ja. Ich habe auf jeden Fall neue Intros gekauft. Ich hab's eben schon den Leuten im Discord erzählt. Ich habe da aber auch wirklich so eine kleine Sucht. Ich habe jetzt nochmal 2 Intros gekauft. Bei einem absoluter Ehrenmann, er wollte nur 2 Euro fürs Intro und die Intros bei ihm sehen echt gut aus.
Und der andere ist ein Kollege von dem, der wollte 10, ist auch absolut okay. Und da habe ich jetzt nochmal zwei Intros gekauft. Dem einen habe ich gesagt, ich möchte sie in den Farben von meinem Banner. Ich hätte nämlich gerne ein geiles Intro in den Farben von meinem Banner. Und dem habe ich auch einen Song geschickt. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, Copyright-Free Music zu finden. Ja. Weil brauche ich halt leider. Versuche ich auch einfach hier abzuhauen. Kurz Luft holen und wieder runter. Ganz ehrlich. Der beste Trick. Und dann. Ich kann nicht damit fahren. Man kann als Requisit. Das ist natürlich schlecht. Das war natürlich das größte Pech überhaupt. Als ob ich dem halt genau in die Arme gerannt bin, wäre ich doch einfach im Wasser geblieben. Ach, ich lerne aber auch nichts. Ey, der hat eine coole Visitenkarte. Okay, von uns lebt keiner mehr. Das ist belastend. Aber ich habe mich auf Platz 1 hochgearbeitet. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich möchte die Intros gern. Also das eine möchte ich gern in den Farben von meinem aktuellen Banner. Und ja, da bin ich mal gespannt. Weil ich jetzt auch die Facecam in dem Style habe, ne? Und dann das Intro noch dazu, wäre halt cool. Ich werde den auch nochmal fragen, ob der mir auch nochmal die Animation, also den Namen rausrendert. Dass ich damit nochmal vielleicht ein bisschen besseren Banner machen kann. Ich mag meinen eigentlich und so, aber da geht auf jeden Fall noch was. Muss ich nochmal gucken. Mein Profilbild aktualisiere ich, glaube ich, auch nochmal. Ich glaube, ich lasse sogar den alten Mann, aber ich pimpe den nochmal ein bisschen anders auf. Ich habe da Ideen, Leute, ich habe da Ideen. Wer meine Streams kennt, kennt ja meinen Namen, der oben steht. Der ist ja mit Effekten. Und ich denke mal, den nehme ich. 3-0. Belastend. Gibt's trotzdem ein GG in den Chat? Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, Leute. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, gebt dem Video doch einen Daumen hoch und lasst einen Kommentar für den Algorithmus. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.